Vater, wir danken dir für deine große Liebe, für deine Gnade, für wer du bist, Herr Jesus, dass wir dich immer wie besser erkennen, dass wir mehr und mehr Erkenntnis bekommen durch die Gnade, durch deine Barmherzigkeit. Ja, dass du in unseren Augen einfach noch viel, viel schöner wirst, als wir es bisher gesehen haben. Wir danken dir, Herr, dass du dich uns offenbarst heute, an dem Sonntagmorgen. Ja, Vater, wir danken dir in Jesu Namen. Amen. Wir haben jetzt vor 2 Wochen eine neue Serie begonnen und wir werden genau da weiterfahren bei Grace Revolution. Ja, Halleluja. Ich hatte diese Woche ein super Gespräch mit jemandem. Das war so gut. Jetzt dieses Mal werden wir die Gerechtigkeit Gottes wiederum anschauen und betonen, weil das ja eigentlich absolut ein zentrales Thema ist im Neuen Bund. Und das sind ja genau diese Offenbarungen, die eben Paulus vom Herrn bekommen hat. Diese, die uns in eine neue Dimension hinein katapultieren. Wenn wir glauben, glauben müssen wir. Und die Gerechtigkeit ist so etwas Großes. Sie ist wie ein Magnet, könnte man sagen, die den Segen Gottes anzieht. Aber eben, es ist die Erkenntnis darüber. Es ist das Gelebte darin. Wir müssen uns die Gerechtigkeit Gottes immer wieder bewusst werden. Jeden Tag. Das Wort spricht von, dass wir dieses Geschenk ständig am Empfangen sind. Römer 5, Vers 17. Ständig. Das Wort empfangen dort ist nicht eine abgeschlossene Handlung, etwas, das einmal war. Natürlich wurden wir gemacht. Aber da bist du, wir müssen uns bewusst werden und es uns bewusst machen. Wir müssen es aktivieren, mit anderen Worten. Weil sonst hätte der Heilige Geist dort eine andere Zeitform gewählt. Weil wir es empfangen haben, aber die, die es empfangen, und es spricht ja dort eben zu uns, zu Christen. Halleluja. Es ist ein irreversibles Geschenk. Das ist jetzt big. Das ist jetzt etwas Gewaltiges. Dass es ein Geschenk ist, das nie mehr rückgängig gemacht wird. Halleluja. Halleluja. Weil das ist mind-blowing. Das sprengt unseren Verstand. Weil wir gemäß dem alten Menschen, alten Denken, dass wir ja am Erneuern sind, bei jeder Botschaft, bei jedem Hören des Wortes. Gemäß dem alten Denken verbinden wir sofort Gerechtigkeit mit unserer Leistung. Weil wir uns noch zu wenig so sehen. Vielleicht nicht mehr bewusst, da oben wissen wir schon, aber im Unterbewusstsein vielleicht noch. Aber wir müssen einfach immer wieder hören. Glory. Unwiderruflich, unwiderruflich. Zuerst möchte ich euch eine Geschichte vorlesen, die wir ab und zu erzählt haben. Ist natürlich, ja, vielleicht ist es eine wahre Geschichte, aber sie illustriert ganz genau das, was es eigentlich bedeutet, von der Größe her, dass es wie ein Magnet ist und wie in der Gerechtigkeit Gottes alles inklusive ist. Also gut. Es gab einen Luxusdampfer. Es war aber nicht Titanic und nicht Concordia. Könnt ihr gewiss sein. Nicht die beiden. Irgendeiner, ein viel besserer noch, wunderbarer Luxusdampfer auf dem Meer. Viele Passagiere, die kamen an Bord und bezogen ihre Luxuskabinen, sage ich mal. Es gibt zwar ein Wort, wir haben es vorher gesucht noch, aber vielleicht einfach so diese Suiten auf einem
Luxusdampfer, wie könnte das heißen? Ist ja gleich. Wir lassen uns nicht abbringen. Auf jeden Fall bezogen sie ihre Luxuskabinen, sage ich jetzt mal. Es war ein Traumschiff. Swimmingpool, Sportplätze, alles Mögliche an Freizeit. Dann den wunderschönsten Speisesaal und am Abend ein Saal, wo getanzt wurde und musiziert wurde und einfach ein Traumschiff, könnte man sagen. Das beste Essen, alles. Jetzt war es aber so, am Abend, jeden Abend gab es einfach das beste Essen, ein wunderschönes Dinner. Die Leute kamen mit langen Kleidern. Es war einfach S-Klassik. Ein Platz war immer leer. Und sogar, man hat das dann dem Kapitän gemeldet, weil man wusste genau, das Schiff ist eigentlich voll. Aber dieser eine Platz war einfach immer leer. Gut, der Kapitän hat sich entschieden, dass er persönlich sich darum kümmert, weil er wollte sicher sein, dass da nicht jemand fehlt. Gut, er ging dann zu der Tür von diesem Passagier, klopfte an. Und dann kam der raus, ein Mann, und der Kapitän fragt, darf ich Sie etwas fragen? Herr, sowieso, wir haben bemerkt, Sie nie am Essen teilnehmen und man sieht Sie sonst nicht so. Geht es Ihnen gut? Sind Sie krank? Ist etwas nicht in Ordnung? Haben wir Sie beleidigt? Nein, sagt der Mann, nein. Wissen Sie, ich halte mich da auf, weil ich hab nur das Ticket gekauft für die Überfahrt, aber alles andere habe ich nicht bezahlt. Da sagt der Kapitän, Mama mia, wussten Sie denn nicht, dass in dem Ticket alles inbegriffen ist? Das ist eine Geschichte, die auf viele Menschen zutrifft. Sie wissen nicht, dass in der Erlösung wir alles, tutti quanti, geschenkt bekommen haben. Alles. Alles. Es ist Jesus hat nichts ausgelassen. All die Geschenke, all den, ich sage jetzt nicht Luxus, weil sogar Luxus, ich meine, was ist Luxus? Es ist kein Luxus, wenn man ein Auto hat oder ein Haus besitzt. Das braucht man ja. Und, es illustriert, weil wir haben es so gut. Wir leben eigentlich alle im Luxus in der Schweiz verglichen mit anderen Ländern. Also was ist Luxus, was ist nicht Luxus? Das lassen wir das Thema. Aber wenn jemand Christ ist, ob er in Afrika lebt oder in Indien oder so, überall dort, wo auch das Thema Prosperity gelehrt wird. Und Prosperity ist nicht nur Geld. Ich meine, man kann alles Geld von der Welt haben. Wenn du krank bist, brauchst du Heilung. Wenn du eine seelische Not hast, brauchst du Jesus und seinen Frieden. Das ist dann deine Prosperität. Gott will, dass unsere Seele es wohl geht auch. Oder die Seele soll ruhig gelegt sein in Jesus. Die Seele soll wohlhabend sein. Die soll überströmen an Hoffnung, an Glauben, an allem, damit wir weitergeben können. Gott will, dass wir blühen. Amen. Er hat in der Errettung alles hineingelegt. Alles. Und diese Gabe von Gerechtigkeit, eben, das ist alles inklusiv. Und diese Geschichte vom Luxusdampfer illustriert das sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Also wir gehören ja nicht zu denen, sondern wir hören jetzt viel und viel und viel, was uns alles geschenkt ist in Jesus Christus. Halleluja. Also der Vers von Römer 5, Vers 17 ist ein Vers, den du jeden Tag brauchst, ständig brauchst. Ich lese ihn mal vor, denn wenn infolge des Sündenfalles des einen, der Tod zur Herrschaft kam durch den einen. Wer ist das gemeint? Von wem ist da die Rede? Denn wenn infolge des Sündenfalls des einen, der Tod zur Herrschaft kam
durch den einen. Wer war das? Adam, genau, der Adam und natürlich seine Frau. Sie waren beide schuld. Wie viel mehr werden die, welche den Überfluss der Gnade und der Gabe der Gerechtigkeit empfangen, im Leben herrschen durch den einen, Jesus Christus? Also, es ist kein Vergleich mit vorher und mit nachher. Aber das Wort empfangen, die den Überfluss der Gnade empfangen und die Gabe der Gerechtigkeit. Diese Gerechtigkeit ist ein Geschenk. Und wie haben wir das Geschenk der Gerechtigkeit bekommen? Durch den Glauben. Also wenn ich den Teufel wäre, ich würde dieses Geschenk am meisten attackieren, um die Christen lahm zu legen und so, über, so mittelmäßig zu machen, dass sie verblendet sind, dass sie nichts begreifen von all dem, was Gott uns geschenkt hat. Dass sie nicht wissen, wer sie sind, weil wir herrschen durch diese Gabe. Wir herrschen über Sünde, wir herrschen über Krankheit, wir herrschen über Armut. Wenn wir gerecht sind, durch die Gabe der Gerechtigkeit herrschen wir, heißt es hier, in Christus Jesus. Das ist ganz groß. Gut, wir gehen zu Römer 4, Vers 3. Römer 4, Vers 3. Das heißt ja, wir sollen gegründet sein in Gerechtigkeit. Keine Waffe, die gegen uns geschmiedet ist, wird es gelingen. Weil unsere Gerechtigkeit kommt vom Herrn, steht im Jesaja. Hier lesen wir im Römer 4, Vers 3, Abraham aber glaubte Gott und das wurde ihm zur Gerechtigkeit angerechnet. Das ist Gnade pur. Abraham hat gar nichts anderes gemacht als geglaubt. Und auch wir machen gar nichts anderes, um gerecht zu werden, als glauben. Wir sind Kinder, er ist unser Vater im Glauben. Abraham heißt es immer wieder im Neuen Testament. Wir sind Abrahams Kinder. Wir sind nicht unter dem Gesetz. Das Gesetz kam 400 Jahre nach Abraham, Mose und so weiter. Mose wurde das Gesetz gegeben von Gott. Abraham lebte 400 Jahre vorher. Und wir sind nicht, wir haben, Jesus ist gekommen, um den Segen Abrahams uns zu geben und nicht den Segen von Mose. Steht im Galater, das ist im Neuen Testament. Aber gehen wir der Reihe nach. Wenn es heißt hier, Abraham glaubte Gott und das hat Gott ihm als Gerechtigkeit gerechnet, zur Gerechtigkeit gerechnet, das steht im Genesis, also 1. Mose Kapitel 15, Vers 6 steht, und Abraham glaubte dem Herrn und das rechnete er ihm zur Gerechtigkeit. Also diese Gerechtigkeit, die Abraham hatte, war nicht die Gerechtigkeit durch das Gesetz. Weil das Gesetz, dort musstest du Handlungen tun, gewisse Dinge verrichten, dann warst du entweder gerecht oder nicht gerecht. Aber Abraham, die Gerechtigkeit, die Gott ihm geschenkt hat, war aufgrund vom Glauben. Genauso wie bei uns. Und darum nimmt Paulus sich Kapitel für Kapitel und erklärt die Gnade, erklärt Gerechtigkeit, vor allem dort im Römer. Und im Galaterbrief verteidigt er das Evangelium.
Er geht sogar so weit, dass er sagt, wenn jemand irgendwo kommt und eben und sogar ein Engel und der käme, predigte, würde euch ein anderes Evangelium predigen, der sei verflucht, sagt er zweimal im Galaterbrief. Also mit Haut und Haar verteidigt er dort das Evangelium der Gnade Gottes. Und die Gerechtigkeit ist ja Teil, ist das ist Gnade, weil es ist ein Geschenk, dass Gott uns gerecht gesprochen hat aufgrund vom Glauben und nicht aufgrund von Werken. Das ist diese Offenbarung ist so groß, dass wir eben uns das jeden Tag sagen müssen: Herr, ich danke dir für den Überfluss deiner Gnade. Ich danke dir für die Gabe der Gerechtigkeit. Danke, dass ich gerecht bin. Weißt du, sein Blut, Jesu Blut ist so total gründlich und Gott, dass die Heiligkeit Gottes kein Strichlein, kein Flecklein Sünde mehr sieht in uns. So sehr und so total hat das Blut Jesu uns von Sünden gereinigt. Das Herz ist rein. Wir sind eine neue Kreatur. Wir sind ein Tempel des Heiligen Geistes geworden. Das müssen wir uns einfach bewusst werden jeden Tag. Weil wenn wir morgen früh aufstehen, dann fühlen wir uns nicht gerecht. Das ist nicht der Moment. Darum ist es so gut, wenn man am Morgen schon mit dem Herrn spricht oder etwas hört oder sagt: Herr, ja, das bin ich ja, danke Herr. Weißt du, mit 10 Geboten auf steinernen Tafeln kannst du keine Beziehung haben. Abraham wurde Freund Gottes genannt. Gott sagt: Du bist mein Freund. Ich komme zu dir, du bist mein Bundespartner. Mit dir habe ich einen Bund. Ich erkläre dir und sage dir, was ich mit Sodom und Gomorra vorhabe. Wie sollte ich es verheimlichen? Wie sollte ich dich nicht wissen lassen? Du bist der Einzige, der einen Bund hat mit mir, sagt der allmächtige Gott. Und Gott, er sagt ihm dem, was er tun will mit Sodom und Gomorra. Und Abraham sagt: Aber Herr, wenn ich dich bitten würde, es nicht zu zerstören, wenn noch Gerechte dort sind, würdest du dann es nicht tun? Wenn jetzt zum Beispiel noch 50 Leute dort wären, die gerecht sehen, würdest du es nicht tun? Ja, dann würde ich es nicht tun, weil du mich bittest. Und so hat sein Freund Abraham mit Gott gerechtet. Rechten im Gebet heißt nichts anderes als Gott erinnern an seine Gnade. Schlussendlich hat Gott das aber trotzdem gemacht, weil niemand mehr gerecht war und er hörte bei 10 glaub auf und das waren weniger als 10 und ja, aber der gerechte Lot, hört ihr, gerechte Lot wurde herausgerettet. Die Engel kamen und führten ihn und seine Frau hinaus. Wenigstens das. Aber nur zum Sagen, so gewaltig ist eine Beziehung zu Gott, wenn du einen Gnadenbund hast mit Gott. Es ist mit Stein, einem Gesetz kannst du keine Gemeinschaft haben. Das Gesetz ist nicht wegen dem gekommen. Gesetz hat eine andere Bedeutung. Gott musste es einfach geben, als sie es gewollt haben. Er wollte ihm zeigen: Du wirst es nie schaffen. Du wirst es nie vollbringen. Du wirst nie das Gesetz halten können. In jedem Punkt. Du brauchst mich. Schrei doch endlich nach mir. Ich bin doch dein Erlöser. Ich bin dein Gott. Aber nein, sie wollten Gebote. Sie wollten etwas Geschriebenes. Gut, Gott sei Dank sind wir in einem Gnadenbund und zwar noch in einem besseren als Abraham, weil jetzt haben wir den Erlöser. Jesus hat uns diesen wunderbaren Bund gebracht. Also in diesem Bund sind einfach große, große Segnungen drin. Er war gesegnet, weil er glaubte. Abraham, wir gehen zu Kapitel 12. Ihr kennt die Geschichte von Abraham, vielleicht habt ihr sie auch schon gelesen. Gott sprach zu ihm: Geh weg von deiner Verwandtschaft, geh weg von deinem Land.
Ich zeige dir ein Land und dort will ich dich haben. Komm einfach raus von dort. Und was hat er gemacht? Er machte es. Er ging. Abraham ging. Aber dann sagt Gott zu ihm, also ich lese das vielleicht gerade, das ist Genesis 12, also 1. Mose 12. Und der Herr sprach zu Abraham, nein, Abram, dort hieß er noch Abram, geh aus von deinem Land und von deiner Verwandtschaft und von deines Vaters Haus in das Land, das ich dir zeigen will. Und jetzt hör zu. So will ich dich zu einem großen Volk machen und dich segnen und dir einen großen Namen machen und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dir fluchen und durch dich sollen alle Geschlechter auf Erden gesegnet werden. Durch dich. Halleluja. Abraham, Isaac, Jakob, Josef, und so geht dann die messianische Linie weiter. Und Jesus kam daraus. Jesus ist schlussendlich geboren. Er nimmt immer wieder Bezug darauf, auf Abraham. Natürlich, wir wissen ja, der Vater war sein Vater, nicht Josef, aber auch Josef kam und auch Maria kam von diesen Linien. Wurde absolut vorbereitet für Jesus. Der Segen, ich will dich segnen, das ist das Erste, was der Herr ihm gesagt hat, nachdem er herauskam aus diesem heidnischen Land, wo man Sonne und Mond angebetet hat. Jetzt hört er auf den Herrn, denn ich bin der allmächtige Gott, hat er ihm dann ein paar Jahre später gesagt. Ich bin mit dir. Du bist mein Freund. Und nur weil er geglaubt hat, wurde er gesegnet. Nur weil er geglaubt hat, sagt Gott von ihm, weil du geglaubt hast, bist du gerecht. Gott sieht ihn gerecht. Gott sieht ihn ohne Fehler. Er schaut nicht auf die Fehler. Und wer weiß, dass Abraham viele Fehler gemacht hat. Sehr viele sogar. Aber es ist keine Rede mehr davon im Neuen Testament. Weil Gott die Fehler nicht zurechnet. Gott schaut einfach, gehen Sie den Weg mit mir, oder? Das heißt, glauben Sie. Glauben Sie. Wir wollen oft einfach mehr tun als glauben. Jetzt zum Beispiel ein Fehler, den er zweimal begangen hat, ist, dass er gesagt hat, Sarai ist meine Schwester. Das war eine Halbwahrheit. Aber der Grund, weshalb er das sagt, war, er hatte Angst. Er hatte Angst, dass es ihm an den Kragen geht. Und zwar war die Situation so, erstens mal, Gott hat ihm nie gesagt, er soll nach Ägypten gehen. Es war dort eine Hungersnot plötzlich, wo er war. Und er ging immer weiter südlicher. Er ging einfach. Und dann waren sie schon in Ägypten und da war der Pharao, ein anderer natürlich als bei Mose, ist ja klar. Und dann sagt im Vers 13 vom 1. Mose 12, so sage doch, du seist meine Schwester, sagt er zu Sarai. Okay, vielleicht weiter vorne. Und als er sich Ägypten näherte, Vers 11, sprach er zu seinem Weib Sarai, siehe doch, ich weiß, dass du ein Weib bist von schöner Gestalt. Wenn dich nun die Ägypter sehen, so werden sie sagen, das ist sein Weib. Und sie werden mich töten und dich leben lassen. So sage doch, du seist meine Schwester, dass es mir um deinetwillen wohlgehe und meine Seele um deinetwillen am Leben bleibe. Dann lesen wir noch weiter. Als nun Abraham nach Ägypten kam, sahen die Ägypter das Weib,
dass sie sehr schön war. Und als die Fürsten des Pharao sie sahen, priesen sie dieselbe dem Pharao an. Da war das Weib in Pharaos Haus gebracht und es ging Abraham gut um ihretwillen. Und er bekam Schafe, Rinder, Eselknechte und Mägde, Eselinnen und Kamele. Aber der Herr schlug den Pharao und sein Haus mit großen Plagen um Sarais, des Weibes Abrahams willen. Da rief der Pharao den Abraham und sprach, was hast du mir da angerichtet? Warum hast du mir nicht angezeigt, dass sie dein Weib ist? Warum hast du gesagt, sie sei deine Schwester, sodass ich sie mir zum Weib nehmen wollte? Und nun siehe, da ist dein Weib, nimm sie und geh. Und der Pharao bot seine halbe Mannschaft auf, damit sie ihm und seinem Weib und allem, was er hatte, das Geleite geben. Und Abraham zog mit seinem Weib und mit allem, was er hatte, auch mit Lot von Ägypten hinauf in das südliche Kanaan. Und Abraham war sehr reich an Vieh, Silber und Gold. Also hier sehen wir zwei Sachen. Wir sehen, was es bedeutet, wenn wir unter dem Segen sind, wenn wir gerecht gesprochen sind vom Herrn, weil wir glauben, wir sehen eine Verjüngungskur. Kann jemand das gebrauchen? Corinne sagt ja. Was sagen wir dann? Wisst ihr, wie alt Sarai war? Sie war 65. Hey! Also, wenn das Leben Gottes fließt, dann bist du wie ein Adler. Dass wir wieder jung werden wie Adler. Dieser Psalm 103, der gefällt mir ganz speziell. Der unser Alter mit Gutem sättigt, dass wir jung werden wie ein Adler. Also sie muss sehr attraktiv gewesen sein und sehr jugendlich geblieben sein. Gnade macht einem schön und jung. Gnade macht einem wirklich sehr jung. Niemand sagt Amen, aber ich. Ja, 65, stell dich einmal vor. Klar wurden die Menschen etwas älter als heute, aber trotzdem. Und weißt du was? Dieser Pharao, das war ein Heide. Der hatte Augen im Kopf. Ganz normale männliche Augen. Also das war nicht eine so geistige Liebe. Nein, das war ein Eros. Amen. Das war die Eros-Liebe. Ganz gewöhnlich, nicht die Agape-Liebe. Halleluja. Aber ist das nicht cool? Mir gefällt das. Und zwar auch, er war sehr reich. Also der Segen Gottes macht reich und jung. Ich finde das super. Gerecht, ohne gerecht gesprochen durch den Glauben. Er bekam sehr viel Silber und Gold, ja, das ist gut. Aber Gott hätte eigentlich sagen können, also du Bürschli, du weißt, dass du nicht lügen sollst. Du hast gelogen, dich werde ich nicht segnen. Und der Sarai, der werde ich ein paar Runzeln zufügen, damit sie ja nicht begehrenswert ist. Hätte sagen können. Unter dem Gesetz wäre das eine Katastrophe gewesen. Aber es war unter der Gnade. Amen. Es ist kein Freipass zum Sündigen. Wir lernen ja, wenn wir diese große Liebe und Gnade mehr und mehr entdecken, dass Gott eben nicht uns Sünden anrechnet, sondern uns einfach rein und heilig sieht. Dass das alleine genügt, wenn wir das immer wieder hören, dass wir gar nicht sündigen wollen, dass wir nicht unehrlich sein wollen oder so. Aber sollten wir mal, auch wenn es vielleicht sogar noch absichtlich gewesen wäre, tut es einem ja sehr leid. Und wir sind nicht von den Gnostikern, die sagen, wir haben keine Sünde. Dass wir Fehler haben, dass wir nicht perfekt sind. Das wissen wir, das geben wir zu. Gnostiker sagen, es gibt gar keine Sünde, das ist einfach etwas Geistliches. Es gibt gar keine Sünde. Und Jesus ist nicht im Fleisch gekommen. Wir hätten ein anderes Mal dann genau noch 1. Johannes 1, das erste Kapitel anschauen, dass so viel
ja, Gesetzlichkeit und Verdammnis in den Leib Christi gebracht hat. Weil dort heißt, wenn du deine Sünden bekennst, so ist er treu und gerecht und vergibt dir die Sünden. Also wenn, mit anderen Worten, wenn du als Christ die Sünde nicht bekennst, dann kann er dir ja nicht vergeben, weil sie du nicht bekannt hast. Also heißt das, du musst jetzt alle Sünden immer bekennen und bekennen. Du bist das den ganzen Tag auf dich gerichtet und deine Sünden, um ja alle möglichen Sünden noch zu entdecken, alle Imperfektionen, die du hast, zu entdecken und zu bekennen, damit Gott dir vergeben kann. Weil wenn du das nicht sagst, kann dir Gott nicht vergeben und du wandelst in der Finsternis. Ist das von Gott? Ist das neue Bund? Never! Never! Im neuen Bund sind wir auf Gott fokussiert, auf Jesus fokussiert. Das tut uns leid, wenn wir sündigen. Wir können schon sagen, Herr, es tut mir wirklich leid. Aber weißt du, Jesus hat dir schon längst vergeben, weil er sie gar nicht mehr sieht in dem Sinn. Und wenn es zwischenmenschlich ist, dann ist das eine andere Sache. Da gehen wir und sagen, du tust mir wirklich leid. Mach's nächstes Mal besser. Das ist ein anderer Bereich. Aber was die ewige Lösung betrifft, was die Gerechtigkeit Gottes betrifft, wir sind frei. Wir dürfen das glauben. Sein Blut genügt. Sein Blut hat wirklich uns heilig gemacht. Seine heiligen Augen, stellt euch einmal vor, Gott ist so heilig, sie sehen es nicht, weil das Blut Jesu so gewaltig ist, so einfach einmalig. Nichts ist wie das Blut. Kein Tierblut konnte das, was Jesu Blut konnte. Von einem reinen Lamm Gottes ohne Sünde, das sich selbst hingegeben hat. Niemand hat Jesus das Leben genommen oder ihn gemordet. Er hat sein Leben gegeben. Das ist eine ganz andere Situation. Diese Dinge muss man immer wieder hören. Und Halleluja. Oh, wir denken, dass Abraham endlich was gelernt hat mit diesem Schwesterchen und Frauchen. Aber nein, es geht gerade gleich noch mal weiter, 20 Jahre später. Im Kapitel 20 ist nochmals ein Vorfall. Das glauben wir ja nicht. Und zwar lesen wir da Vers 1: Abraham aber zog von dort in den südlichen Landesteil und wohnte zwischen Kadesh und Schur und war ein Fremdling zu Gerar. Und Abraham sprach zu seinem Weib Sarah, sie ist meine Schwester. Da ließ Abimelech, der König, zu Gerar Sarah holen. Aber Gott kam des Nachts im Traum zu Abimelech und sprach zu ihm, siehe, du bist des Todes um des Weibes willen, das du genommen hast. Denn sie ist eines Mannes Eheweib. Abimelech aber hatte sie noch nicht berührt und sprach, Herr, willst du denn auch ein gerechtes Volk umbringen? Hat er nicht zu mir gesagt, sie ist meine Schwester? Und sie hat auch gesagt, er ist mein Bruder? Habe ich doch das mit einfältigem Herzen und unschuldigen Händen getan? Und Gott sprach zu ihm im Traum, ich weiß, dass du solches mit einfältigem Herzen getan hast, darum habe ich dich auch behütet, dass du nicht gegen mich sündigtest und darum habe ich es dir nicht gestattet, dass du sie berührst. So gib nun dem Mann sein Weib wieder, denn er ist ein Prophet. Und er soll für dich bitten, so wirst du am Leben bleiben. Wenn du sie aber nicht zurückgibst, so wisse, dass du gewiss sterben musst, samt allem, was dein ist. Und so weiter. Hey, ist es nicht gewaltig? Mach doch denselben Fehler wieder. Wie immer noch Angst, es geht ihm an den Kragen, dass nachher er alleine ist und Sarah, sein Weib, jetzt einem anderen Mann gehört. Oder dass er alles verliert oder dass man ihn sogar umbringt. Genau denselben Fehler. Gott sagt aber nicht zu Abraham, you're a dead man. Du bist des Todes. Er sagt das ihm. Er war doch unschuldig eigentlich. Siehst du, was Gott macht mit der Gabe der Gerechtigkeit?
du bist gerecht. Auch wenn du sündigst, sündigst du als Gerechter. Das ist ein Hammer, aber wenn wir sündigen, sündigen wir im Licht. Es ist nicht, dass wir in die Finsternis kommen. Wiederum hat Gott einfach Abraham geholfen, als Apache geholfen. Und nie lesen wir im Neuen Testament über diese Vorfälle. Es heißt einfach, Abraham war gerecht durch den Glauben. Weißt du, auch nachher hat Abraham für das ganze Haus von diesem König gebetet. Sie waren nämlich kinderlos. Und er hat gebetet für sie und sie wurden fruchtbar. Er, der Fehler hatte, der gelogen hat, sie hat auch gelogen. Weißt du, manchmal denken wir, weil jetzt ich nicht so artig war oder ich hatte einen Streit mit jemandem und so, was natürlich wirklich nicht gut ist, aber dass ich dann nicht mehr gebraucht werden könnte von Gott, das ist auch eine Lüge. Du kannst die Gerechtigkeit nicht verlieren. Und es ist durch die Gerechtigkeit, dass der Herr uns braucht, weil wir gerecht gemacht wurden. Also, wenn du jemand dienst, ja, aber du musst doch zuerst deine Sünden bekennen. Du musst zuerst vielleicht einen halben Tag beten, dass wirklich du wieder das Gefühl hast, du bist rein. Geh nicht nach Gefühlen. Du bist rein. Aber wenn es dir leid tut, umso besser. Ist ja klar. Wenn du etwas in Ordnung bringen musst, zwischenmenschlich, dann tu es. Man fühlt sich besser. Amen. Aber vor Gott bist du gerecht. Es ist einfach so. Gerechtigkeit ist irreversibel. Unwiderruflich und nicht rückgängig zu machen, heißt das mit anderen Worten. Weißt du, es heißt im Epheser 3, Vers 20, dem, der so unendlich viel mehr tun kann, als wir erdenken oder erbitten. Gott will nicht nur so knapp unsere Gebete erhören, er will sie überschwänglich erhören. Also oft denken wir, ja, aber ich habe nicht richtig gebetet oder ich kann noch nicht so gut beten oder ich habe zu wenig Bibelkenntnisse, um gewisse Bibelstellen zu beten. Quatsch. Sprich einfach mit Gott. Du bist gerecht und er hört deine Gebete nicht aufgrund deiner Perfektion, sondern einfach, weil du sein Kind bist und weil du gerecht bist. Wir schauen zu oft auf unsere Performance. Aber wir sind gerecht durch den Glauben. Da denken wir, ja, aber der Heilige Geist kann ja nicht mehr zu mir reden. Ich war wirklich absolut abseits und ich bin in Sünde gefallen und ich habe noch diese Bindung. Was war da mit Kain? Kain hörte die Stimme Gottes, gerade nachdem er seinen Bruder ermordet hatte. Kann Gott zu uns sprechen? Er wird erst recht dann zu uns sprechen können. Und uns den Weg zeigen. Wenn diese Gabe, die irreversibel ist, wenn sie nur bis zur nächsten Sünde wäre, wäre sie kein Geschenk. Daniel, im Buch Daniel spricht er, dass der Herr, er spricht von Jesus im prophetischen Sinn, von der Zukunft in einer Vision sagt, er will kommen und eine ewige Gerechtigkeit geben. Ewige Gerechtigkeit, ist das nicht schön? Die Frage, die natürlich Menschen immer wieder haben, ja, aber werden wir dadurch eben nicht mehr sündigen, weil wir eine Art dann wissen, Gott bestraft mich nicht wegen dem oder so? Nein. Nein, es ist genau das Gegenteil wahr. Weil genau, wenn man sieht, Menschen, die Bindungen haben, die wirklich in Sünde gefallen sind, die
Christen meine ich jetzt, die weg vom Fenster sind, weil sie einfach, sie wollen nicht mehr in eine Gemeinde, sie denken, das schaffe ich eh nie, so heilig zu sein wie die anderen und so. Sie schauen eben auf Äußerliches und wissen nicht, wer sie sind. Sie sind wie dieser Mann, der dort unten im Schiff in seinem Zimmer war, ganz alleine und sein Sandwich gegessen hat und nicht das gehabt hat, was er haben könnte, was bezahlt gewesen ist für ihn. Schon bezahlt. Und weil Menschen dann so in Verdammnis kommen und Anklage, sie gehen immer vom Mangel aus, oder? Ich bin ja zu wenig. Ich habe zu wenig, ich bin zu wenig, ich bin nicht so wie die anderen. Da ist dieses Mangeldenken, ständig Defizite. Sie sehen nur ihr Leben und ihr Defizit. Ihre Unzulänglichkeit, ihr Manko. Aber sie sehen falsch. Wenn sie Christen sind, sind sie genauso gerecht wie wir. Und wenn sie hören, dass Jesus sie bedingungslos liebt und dass er da ist, um sie wieder aufzuheben, wie wir letzten Sonntag gehört haben, und wieder am Weinstock anzumachen, damit sie Frucht bringen, damit Gott nicht sie einfach abschneidet oder dass es eh keinen Sinn hat. Sie schauen nur auf sich. Nein, oh, ich habe so ein Herz für solche Menschen, die so abgedriftet sind, weil sie falsch glauben über diese Dinge. Sie haben es einfach nicht richtig gehört. Aber sobald du es richtig hörst, wirst du auch richtig leben. Wer will schon weggehen von Gott, außer du bist verblendet worden durch falsche Lehren und durch eben gesetzliches Denken, dass Christen mit Finger auf dich zeigen oder dir wiederum noch mehr Gesetz gebracht haben. Du musst einfach mehr beten oder du solltest haben. Wenn du nicht jeden Sonntag kommst, dann schaffst du es nie. In einem gewissen Sinn, es hat schon eine Wahrheit drin. Wir müssen ja dranbleiben und wir müssen trainiert werden. Wir müssen wirklich zugerüstet werden, weil sonst ist ja klar, dass es nicht lustig ist. Ja, es macht keinen Sinn. Aber Leute denken anders über diese Dinge. Sie denken, es ist ein Muss, ein Tun, dass man heiliger wird. Nein, du bist schon heilig. Jesus Christus ist unsere Heiligkeit. Heißt im 1. Korinther 3. Er ist unsere Heiligung. Heilig sein hat nichts mit unseren Werken zu tun. Hey, das sind Dinge, die uns so freisetzen. Weil dann wollen wir nur noch eins, mithelfen in der Gemeinde und etwas aufbauen, dass möglichst viele Menschen kommen können und hören können. Und ich bin auch so dankbar, dass ihr so mit uns steht und so dranbleibt. Also sagt mir einfach, es ist nicht wegen uns, es ist wirklich auch eben die Botschaft, die uns einfach auf eine neue Ebene bringt und es ist viel mehr als in diesem Raum da drin. Oh, Halleluja. Praise the Lord. Also konzentrieren wir uns noch einmal auf Römer 5, Vers 17 wegen diesem Empfangen. Wir empfangen, denn wenn infolge des Sündenfalls des einen der Tod zur Herrschaft kam durch den einen, wie viel mehr, oh, das Wort, wie viel mehr, how much more, wie viel mehr werden die, welche den Überfluss der Gnade, das ist Überfluss der Gnade und die Gabe der Gerechtigkeit empfangen, nicht empfangen haben, empfangen. Oh, danke, Herr, für deine Gerechtigkeit. Danke, dass du mich gerecht gesprochen hast. Danke, Herr, es ist total unverdiente Gunst. Ich preise dich, Herr. Oh, schon am Morgen früh, danke, dass jeden Tag ist seine Gnade neu. Und wie wir es uns bewusst machen, ist durch Sprechen und Hören. Wenn du selber sprichst, hörst du dich selber, aber du kannst auch natürlich eine gute Botschaft reinlegen, die in diesem Sinn ist. Weißt du, ganz speziell, wenn wir versagt haben, ganz speziell dann, oh, wie viele Zeugnisse gibt es,
die sagen, ich bin frei geworden, weil es kam so eine Verdammnis, als ich wieder in diese Bindung kam, als ich wieder auf die falsche Internetseite ging, als ich wieder diese Sachen sah, die ich eigentlich gar nicht mehr wollte, aber irgendwie musste ich einfach, es ist einfach noch so dieser Drang in mir, der Feind, der einfach und so und so. Und gerade dann, wenn wir wieder versagt haben, das einzige Mittel ist, dass wir die Verdammnis wirklich loswerden. Weil wenn die Verdammnis da ist, dann kann man gar nicht richtig glauben. Da fühlst du dich eben so minderwertig. Und das will Gott nicht. Er löste die Ehebrecherin zuerst von der Verdammnis. Er sagt, ich klage dich nicht an. Aber geh und sündige nicht mehr. Das Sündige nicht mehr ist so wichtig. Aber zuerst müssen Menschen frei werden von dieser Verdammnis. Und gerade dann, wenn man gefallen ist und versagt hat, gerade dann, wenn man dort diese Offenbarung schon hat oder wenigstens es einfach tut, weil wir es gesagt haben, Herr, ich bin trotzdem gerecht. Danke für deine Gerechtigkeit. Danke für deine Liebe. Danke, dass du mir die Sünde nicht zurechnest. Das wird dich schlussendlich herausführen. Gott gibt immer zuerst die Gabe der ich verdamme dich nicht. Ich sehe dich nicht als Sünder. Ist die Sünde kann das Blut Jesu, das ist kein Match zum Blut Jesu. Das Blut Jesu ist so viel stärker als Überfluss der Sünde. Wenn du gerade beim Römer 5 bist, Ein paar Verse weiter. Im Vers 18 zum Beispiel wiederholt er noch einmal. Also wie der Sündenfall des einen zur Verurteilung aller Menschen führte, so führt auch das gerechte Tun des einen alle Menschen zur lebenbringenden Rechtfertigung. Ist das nicht gewaltig? Denn gleich wie durch den Ungehorsam des einen Menschen, die vielen zu Sündern gemacht worden sind, so werden auch durch den Gehorsam des einen, die vielen zu Gerechten gemacht. Das Gesetz aber ist daneben hereingekommen, damit das Maß der Sünde voll würde. Wo aber das Maß der Sünde voll geworden ist, da ist seine Gnade überfließend geworden. Siehst du, die Gnade ist immer größer als Sünde. Egal welche Sünde, egal wie viele Sünden, seine Gnade ist größer. Und auch hier im Vers vorher, wo wir gelesen haben, denn gleich wie durch den Ungehorsam des einen, die vielen zu Sündern gemacht worden sind, so werden auch durch den Gehorsam des einen die vielen zu Gerechten gemacht. Es ist der Gehorsam Jesu Christi, ja, ich muss gehorsamer sein. Ja, du musst gehorsamer sein. Du musst gehorsamer sein. Schau auf Jesus. Es geht um seinen Gehorsam. Wenn du wirklich frei werden willst, musst du die Gedanken gefangen nehmen. 2. Korinther 10. Dort heißt es, dass wir alle Gedanken sollen gefangen nehmen und unter den Gehorsam Christi bringen. Das heißt, wir schauen auf seinen Gehorsam. Das ist das Ablenkungsmanöver des Feindes und seine Strategie, dass du immer auf dich schaust, auf deine Fehler schaust, auf deinen Manko schaust, auf deine Minderwertigkeit und dass immer, immer ist Shortcomings. Wir werden nie genügen. Da ist immer ein Manko, stimmt's? Ja, wenn wir auf uns schauen. Und Gott will uns erlösen davon. Gott hat alles hingegeben, seinen Sohn, sein Blut, alles. Jesus war gehorsam, damit wir ungehorsam sein können. Das wäre jetzt einfach billig gesagt, das ist es nicht. Aber wir dürfen auf seinen Gehorsam schauen und es dankbar annehmen. Und das heißt, wenn wir auf ihn schauen, werden wir verändert von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Es ist auf das ihn schauen. Es ist auf das an ihn glauben, auf seine Gerechtigkeit, seinen Gehorsam, das unser Leben verändert. Wir werden
verändert von Herrlichkeit zu Herrlichkeit durch seinen Geist in seiner Gegenwart. Und das, wenn wir Veränderung brauchen, geschieht es nur so und nicht durch unseren Gehorsam. Das ist so Gesetz, du musst gehorsam sein. Das irgendwie, man spürt es einfach auch, dass es irgendetwas nicht stimmt. Stimmt's? Oder bin ich da allein? Amen. Weißt du, im Römer 4, ich erwähne es nur, weil vielleicht wird es sonst zu spät. Wir lesen Römer 4, Vers 13. Denn nicht durch das Gesetz erhielt Abraham und sein Same die Verheißung, dass er der Welt Erbe sein solle, sondern durch die Gerechtigkeit des Glaubens. Denn wenn die vom Gesetz Erben sind, so ist der Glaube wertlos geworden und die Verheißung entkräftet. Wenn die, Vers 14 nochmal, wenn die vom Gesetz Erben sind, so ist der Glaube wertlos geworden und die Verheißung entkräftet. Was macht unser Glaube wertlos? Wir haben vielleicht von früher, sehen wir der Meinung, es ist Sünde. Sünde macht unseren Glauben, bringt ihn auf Null. Stimmt das? Das Wort sagt, das Gesetz macht unseren Glauben wertlos. Wow. Hey. Wenn wir von früher, also ich höre das noch so in der Lehre von ganz früher, wenn jemand in der Sünde lebt, oder? Und so kam eben noch mehr Verdammnis auf sie. Wie gesagt, hat ja wertlos, oder? Weil der Begriff aus der Gnade fallen deckt sich mit dem im Galater 5. Galater 5 kommt Paulus mit dem Begriff daher, Vers 4 von Galater 5. Vers 3, ich bezeuge abermals einem jeden, der sich beschneiden lässt. Und Beschneidung hat jetzt einfach zu tun mit dem Gesetz, eine gesetzliche Handlung, damit sie gerecht werden, oder? Aber alle anderen Handlungen für uns, wir sind jetzt nicht die, die beschnitten haben, aus dem Gesetz heraus, aber damit für uns ist gemeint, jede eigene Leistung, um gerecht zu werden. Alles klar? Ich bezeuge abermals einem jeden, der sich beschneiden lässt, dass er schuldig ist, das ganze Gesetz zu halten. Ihr seid losgetrennt von Christus, die ihr durch das Gesetz gerecht werden wollt. Ihr seid aus der Gnade gefallen. Haben wir das nicht auch schon gehört früher? Ja, du bist von der Gnade weg. Du hast gesündigt. Nein, es ist nicht die Sünde, die uns lässt aus der Gnade fallen. Wenn wir sündigen, fallen wir in die Gnade hinein. In noch mehr Gnade. Halleluja. Halleluja. Aber das Gesetz lässt uns auf der Gnade fallen. Ihr seid losgetrennt von Christus. Wow. Das ist vielleicht ein Hammer. Das ist ein Hammer. Das müssen Christen hören. Das ist einfach, wir haben den Galaterbrief zu wenig erkannt. Paulus verteidigt das Evangelium. Und zwar wie? Halleluja. Ich finde das cool. Nur Güte und Gnade werden mir folgen mein Leben lang. Psalm 23, letzter Vers. Nur Güte, nur Güte, nur Güte. Was meint Gott mit nur Güte? Kannst du es lesen in jedem Dictionary, was nur heißt? Nur heißt nur. Was keine hebräische Auslegung dazu. Nur Güte und Gnade werden mich verfolgen. Hunt me down. Ihr werdet mir echt richtig gern verfolgen. Das ist unverdiente Gunst. Gott wird sie nie mehr nehmen von uns. Halleluja. Nur Güte und Gnade.
Nur Güte und Gnade werden mir folgen. Was ist da los, wenn wir jeden Morgen so aufstehen und sagen, oh Herr, dies ist ein Tag der vollen Güte und Gnade. Du bist gut. Danke, Herr. Danke, Jesus. Wir erwarten dann schon das Gute. Und es wird kommen. Es kommt. Wir können das direkt programmieren mit unseren Worten. Gott hat uns Vollmacht gegeben, wenn wir das Richtige aussprechen. Es ist immer gut, das Richtige auszusprechen. Es geht halt immer wieder darum, vertrauen wir unseren eigenen Werken oder vertrauen wir dem Werk Jesu? Eigene Werke kontra sein vollkommenes Werk. Weißt du, manchmal ist in unserem Leben so, es scheint ja, dass wir eigentlich alles im Griff haben. Wir haben alles auf der Reihe, alles im Griff. Ich höre das ab und zu, wenn sie sagen, wie geht's? Ja, alles im grünen Bereich, alles im Griff. Hast du schon gehört? Ja. Es ist für uns, die wir jetzt mehr wissen über die Gnade, ist das eigentlich losgetrennt von Christus, weil wir es selber im Griff haben. Gib es Jesus ab, damit er es in den Griff bekommt. Es ist ein bisschen Umdenken, sind so Kleinigkeiten, aber pass auf, dass du in seine Gnade nicht vertraust. Es ist alles unverdiente Gunst. Wenn es dir gut geht, ist es eine unverdiente Gunst. Wenn du denkst, du hast es im Griff, ist es, weil er es im Griff hat. Ja, es ist einfach so. Wenn du krank bist, so willst du, dass er dein Heiler ist und nicht der Arzt. Du darfst schon zum Arzt gehen, aber heilen kann der Arzt nicht. Er kann dir etwas verschreiben, das vielleicht zur Heilung beiträgt, dass es dir ein bisschen besser geht und so. Aber heilen kann nur Jesus. Also wenn wir krank sind, vertrauen wir ihm, damit er wieder in den Griff bekommt. Wenn du nicht mehr weiter weißt, dann ist er deine Weisheit. Halleluja. Und wenn du kämpfst mit Sucht oder sonst eine Bindung, dann vertraue ihm als deinen Erlöser, als der, der dich frei macht von diesem Zeug. Es ist eigene Leistung, die bewirkt, dass wir aus der Gnade fallen und nicht die Sünde. Das muss man immer wieder lesen und hören und sich überlegen. Weil das sind Kernaussagen, die den ganzen Unterschied ausmachen können. Praise the Lord. Eine Offenbarung über Gerechtigkeit setzt uns wirklich frei. Und diese Offenbarung brauchen wir ständig. Und das katapultiert uns wirklich in einen neuen Bereich hinein. Zum Abschluss möchte ich doch noch, damit es dann wirklich abgeschlossen ist, Römer 9 aufschlagen lassen. Römer 9, dort ist ein Vers, den ich auch eigentlich ganz neu entdeckt habe. Vers 30. Was wollen wir nun sagen, dass Heiden, welche nicht nach Gerechtigkeit strebten, Gerechtigkeit erlangt haben, nämlich Gerechtigkeit, die aus dem Glauben kommt, dass aber Israel, welches dem Gesetz der Gerechtigkeit nachjagte, dem Gesetz nicht nachgekommen ist? Warum? Weil es nicht aus Glauben geschah, sondern aus Werken. Sie haben sich gestoßen an dem Stein des Anstoßes, wie geschrieben steht, siehe, ich lege in Zion einen Stein des Anstoßes und einen Fels des Ärgernisses. Und wer an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden oder wird nicht enttäuscht werden. Dieser Fels des Anstoßes ist Jesus Christus, die Gerechtigkeit Gottes. Wer das glaubt, wird nicht enttäuscht. Christus ist dieser Stein. Wir haben vor ein paar Wochen mal über den Stein des Anstoßes gesprochen, über den Fels, auf dem unser Lebensglaube oder unser Leben steht.
Also eher der Grund ist der Fels mit diesem Eckstein, der alles auslotet, alles zusammenhält. Wenn das gegründet ist, darum, wir müssen in Gerechtigkeit gegründet sein. Wie es schon Jesaja, der Prophet, sagt, jeden Tag bewusst, ich bin die Gerechtigkeit Gottes in Christus Jesus. Höre es, sage es dir. Dann ist eigentlich der Glaube einfach. Und wie ich schon am Anfang gesagt habe, die Gerechtigkeit Gottes ist wie ein Magnet, die allen Segen Gottes anzieht. Amen. Amen. Vater, wir danken dir. Wir preisen deine Liebe und Gnade. Wir preisen dein Wort, deine Offenbarungen, Vater, die du uns schenkst. Oh, Halleluja, dass du sagst, sie werden die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird sie frei machen. Und Jesus, du bist die Wahrheit, du bist die Gnade. Halleluja, du bist gekommen. Gnade und Wahrheit ist gekommen in Jesus Christus. Danke, Herr, dass du dich wunderbar offenbart hast. Und ich danke jetzt für die Menschen, die diese Botschaft hören, die dich noch nicht kennen, die aber dir gehören wollen, weil sie von dir jetzt gehört haben, dass du wirklich uns frei gemacht hast von Sünde und Schuld durch dein vollkommenes Werk, Herr Jesus. Weil du hast ausgerufen, es ist vollbracht. Finished, hast du gesagt, es ist vollbracht. Danke, Jesus. So bete ich für dich, wenn du dein Leben Jesus geben möchtest und an ihn glauben möchtest. Du sagst mir einfach nach, Herr Jesus, ich danke dir für das, was du am Kreuz für mich getan hast. Du hast mir alle meine Sünden vergeben und hast mich frei gemacht. Du denkst nie mehr an meine Sünden. Ich danke dir dafür. Danke, Herr, dass du mir ewiges Leben schenkst. Sei du mein Herr. Danke, danke, Jesus. Amen.